Im heutigen Schreibvideo reagieren wir auf den besten X-Wing-Spiel der Welt, Aragorn. Aragorn hat es vor allem in regelmäßiger Zeit in den letzten Saisons geschafft, unter den Top 30 der Welt zu finishen. Was ihn so besonders macht und was zurzeit seine Lieblings-X-Wing-Variante ist, das gucken wir uns heute an. Auf jeden Fall auch gerne Aragorns YouTube-Kanal abchecken. Er hat letztens die 100.000 Abonnenten geknackt und ich weiß, viele von euch lieben X-Wing, viele von euch hassen euren X-Wing, aber wenn ihr X-Wing liebt und besser werden wollt, auf jeden Fall den Kollegen abonnieren. Unfassbar nice der Dude. Und dann würde ich sagen, wir springen sofort rein und schauen uns, was er besser macht als jeder andere Spieler zurzeit. So, Leute, wir starten hier direkt rein, gucken uns hier ein paar Games an gegen relativ schwierige Matchups. Und er spielt, vor allem das war Games am Season, die er gezockt hat, er spielt das ganz normale 3.0 X-Bung-Deck. Klar, könnte man jetzt sagen, okay, die Queen-Variante, Rakete, das sind alles natürlich Varianten, die möglich sind, aber das Ding ist, er spielt halt das Deck, weil natürlich auch die Artis gebufft wurde und das ist halt das Geile. Mittlerweile, oder es gab eine Zeit, da war X-Bung sehr, sehr, ich weiß nicht, ob ich sagen will, Pay-to-Win-lastig, aber da war das Queen-Raketendeck vor allem sehr, sehr stark. Und das ganz normale X-Bung, das Free-to-Play-3.0-Deck, war ein bisschen aus der Meta raus. Aber jetzt, vor allem natürlich den Bogenschützen-Buff und Ritter-Buff, den es schon etwas länger gibt, ist dieses Deck deutlich, deutlich stärker. Und allgemein auch ein Deck, wo ich euch sagen kann, wenn ihr Karten upgraden wollt, wenn ihr Karten, wo ihr sagt, ja okay, ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht nächste Zeit genervt werden, ich weiß nicht, wie konsistent die sind, weil viele Leute beschweren sich ja immer darüber, okay, mein Deck wird jetzt genervt, was soll ich spielen, Morten, welche Decks soll ich langfristig upgraden und X-Mungs würde ich ein Deck, klar, es gibt immer schlechtere Phasen vor ein, zwei Monate, aber generell würde ich sagen, 10 von 12 Morten ist dieses Deck eigentlich relativ gut in der Meta, aber klar, natürlich ist doch der Skill Cap extrem krass. Ihr müsst mit diesem Deck unfassbar gut sein, um Erfolg zu haben. Und wir sehen jetzt hier auch direkt ein extrem schwieriges Matchup. Aragorn spielt hier mit X-Bogen gegen Hawk EQ Monk. Und das ist natürlich ein Matchup, wo ihr direkt sehr, 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 sehr viel lernen könnt, weil ich persönlich denke, dass das eines der schwierigsten Matchups in Clash Royale. Er hat den Monk gegen den X-Bogen, er hat den eher Earthquake, er hat einen extrem günstigen Cycle mit dem Holz, er kann immer darauf chippen und gleichzeitig, was auch sehr, 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 sehr wichtig ist, der Gegner ist kein schlechter Spieler. Das ist kein 5K-Spieler oder 4K-Spieler. Es ist Marquinhos, der auch als Hawk Pro gilt oder einer der besten Hawk-Spieler der Welt ist. So, Gegner zeige direkt Monk rein. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Ich spiele jetzt hier den Bombenturm und wahrscheinlich gleich noch die EQ rein. Das war alles andere, würde mich wundern. Okay, er spielt es jetzt so. Interessant, dann holzt er das einfach so. Und jetzt gibt es hier einen unfassbar smarten Eisgeist. Und das ist halt auch so ein Play, den Aragorn von anderen Pro-Playern unterscheidet, beziehungsweise von anderen X-Bogen-Spielern. Das ist so ein Elixier, den vielleicht viele von euch nicht gespielt hätten, einfach gesagt, okay, der X-Bogen ist tot, ich komme nicht durch. Aber durch diesen ein Elixier hat er gerade 1000 Damage am Turm gemacht. Und das sind halt wirklich Sachen, die ihr lernen müsst. Ihr wisst ganz genau wissen, okay, ihr müsst ganz genau wissen, wie weit euer X-Bogen angreift, ab wann tankt der gegnerische Truppe, ab wann tankt er nicht. Und einfach hier gerade für ein Elixier dafür gesorgt, dass der Monk außerhalb der Reichweite geht, ein bisschen, auch wenn es nur ein Millimeter war, nach außen geboostet und dadurch wirklich unfassbar geilen Chip-Damage gemacht. So, bringt jetzt hier unseren Tesla rein. Tesla macht hier einen relativ guten Job. Er bringt jetzt er bringt jetzt auf jeden Fall hier einen sehr, sehr guten Ritter, um seinen Tesla zu predikten. Natürlich, das Geile ist an Tesla, wenn ihn so hoch spielt. Mein Gegner ist nicht in der Lage, den EQ auf den Turm und gleichzeitig auf den Tesla zu werfen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das Gameplay noch nicht vorher gesehen. Ich wollte mich komplett überraschen lassen. Aber ich weiß halt, was Aragorn kann, weil ich auch sehr, sehr oft gegen ihn in Ladder gespielt habe. Und auf jeden Fall, wie gesagt, YouTube-Video von ihm auf jeden Fall verlinken in den Kommentaren, weil er auch einfach persönlich auch ein sehr, sehr korrekter Dude ist. Und selbst wenn man X-Bung nicht feiert, generell kann man ihn auf jeden Fall supporten. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da ein bisschen Liebe von mir auch da lassen würdet. So, er spielt jetzt hier einen relativ aggressiven X-Bung. Interessant, dass er ihn so aggressiv spielt. Gegner spielt jetzt EQ plus Monk und ich denke, persönlich würde ich mir vorstellen, dass hier Aragorn relativ happy damit ist, weil jetzt hat er den EQ sozusagen auf der anderen Seite gespielt, kann jetzt einfach einen Feuerbass zeigen und das ist natürlich das, was er jetzt macht. Er hat jetzt hier einen guten Damage Advantage und jetzt entscheidet er sich dazu, relativ aggressiv mit seinen Feuerbällen zu sein und versucht natürlich immer, wenn der Gegner extrem viel Elixier committet, sein EQ vor ihm draußen hat, auf der Seite, wo er mehr Leben hat, dann natürlich relativ aggressiv mit den Feuerbällen zu arbeiten. So, jetzt gibt es einfach einen X-Bong auf der anderen Seite. Warum? Relativ einfach zu erklären, weil er weiß, okay, der andere Tor ein bisschen mehr Leben. Der Tor hat jetzt mehr Leben, da kann er jetzt auch relativ aggressiv sein. So, jetzt gibt es hier einen Monk plus den Bombenturm. Jetzt kommt direkt natürlich wieder von Bedfast, von Aragorn, der Feuerball. Ich fand schon mal Bedfast gesagt. Tut mir leid, Bedfast ist natürlich auch ein sehr, sehr guter X-Bong-Spieler, aber ich finde zurzeit Aragorn einfach spielerisch noch ein bisschen besser. Aber die Geister streiten sich darum und ich weiß auch nicht, ob Bedfast jetzt hier einen YouTube-Kanal hat. So. Und wir sehen es wirklich, dieser Feuerball-Cycle ist wirklich key wie Schlüssel. Mittlerweile, das Ding ist, mittlerweile ist das Matchup auch nicht mehr so, so krass schlecht, wie es mal war, weil es gab ja eine Zeit, wo der Earthquake, der Erdbeben, deutlich mehr Damage bekommen hat, als der Feuerball am Turm. Mittlerweile macht Feuerball immer mehr Damage, das heißt, in diesen Spell-Cycle-Ways, diesen Spell-Cycle-Rennen, wo die beiden sich gerade befinden,
ist das auf jeden Fall jetzt hier deutlich, deutlich angenehmer. So, Tessa kommt wieder rein in ein Placement, wo der Gegner jetzt nicht den Feuerball, EQ auf den Tesla und Turm hauen kann. Nächster Feuerball kommt geflogen. Wir sehen hier wirklich, was macht Bettfass? Hallo! Was macht Aragorn hier wirklich sehr, sehr stark? Ist, er hat eine Expo-Connection bekommen wegen einem Eisgeist, spielt danach das ganze Game defensiv und Feuerball-Zeige. Klar, ist jetzt eine Spielweise, wo man richtig drüber streiten kann. Ist das so geil? Macht das so viel Spaß? Aber es ist so, oder das gewinnt ihm jetzt im Endeffekt das Game. Also, ihr seht jetzt hier, es ist oftmals wichtig, in solchen Cycle-Matchups, wo ihr eigentlich nicht durchkommt, den X-Bogen wirklich nur zu spielen, um einen positiven Elixir-Trade zu generieren, um dann die Feuerbälle zu cyclen. Als nächstes haben wir das Spiel hier gegen Peter. Und ich denke, Peter sollten viele von euch kennen. Das sind natürlich ein Spieler, wo man weiß, dass der Gegner jetzt vielleicht nicht der beste Spieler der Zeiten ist, aber wir wissen auch gleichzeitig, er spielt einen sehr, sehr aggressiven Spielstil. Und ich denke, dass Aragorn vor allem jetzt in der Situation noch weiß, was der Gegner spielt. Wir sehen es direkt, er spielt einfach alles an die Brücke. Er macht die Big Spin immer klassisch die Brücken-Challenge, beziehungsweise er sieht einfach nicht, was der Gegner platziert gefühlt. Also er spielt einfach alles an die Brücke. Für den Content, finde ich auf jeden Fall geil. So, jetzt springt er hier direkt den ersten X-Bogen rein. Finde ich persönlich relativ interessant, dass er den X-Bogen so platziert. Ich denke, er macht es vor allem, weil er weiß, okay, der Tesla kriegt hier relativ gute Value und gleichzeitig, wenn er die E-Barbs oder wenn er den Tesla an die Brücke platziert, wären die E-Barbs durch in der Lage, den direkt zu killen. Und so mussten sie halt noch laufen. Das heißt, ist natürlich ein Play, den ich persönlich nicht gemacht hätte, aber wenn man darüber nachdenkt, versteht man, warum man das gemacht hat. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach, selbst wenn ihr diese Plays selbst noch nicht machen würdet, dass ihr versteht, warum sie gemacht werden. Weil wenn ihr das versteht, warum sie gemacht werden, werdet ihr irgendwann auch selbst verstehen und denken, okay, in der Situation, was hat Aragorn gemacht? Er hat das gemacht deswegen. Und das heißt, ich werde es versuchen, auch mein eigenes Gameplay zu implementieren. So, Rekruten hinten. Jetzt hätte ich vielleicht an seiner Stelle einen defensiven X-Bogen gespielt, aber er spielt jetzt den Tesla und das ist anscheinend die bessere Defense. Das heißt, Tesla als erstes und jetzt hat er seinen Ritter ready und den wird er natürlich jetzt hochspielen. Aber zum Keinen, warum spielen den so hoch? Nämlich, falls ein Magic Archer kommt, dass der Magic Archer dann nicht auf den Tesla geht, sondern auf den Ritter. Deswegen smart, dass er den Ritter so ein bisschen nach außen gespielt hat, dass der Tesla jetzt in der Lage ist, die ganzen Rekruten zu killen. So. Gegner hat trotzdem immer auch einen krassen Damage-Vorsprung. Jetzt muss er wieder das Lock auf die Prinze spielen, kriegt dadurch halt trotzdem negativen Damage-Trade, weil Lock nicht so viel Damage macht wie ein Prinze-Shot. Und jetzt spielt er hier gleich die Archers nach hinten. Er spielt alle auf die linke Seite, finde ich interessant, hat jetzt hier seine Skellies ready. Die cycelt er einfach und jetzt gibt es hier gleich den Tesla rein. Der Tesla macht jetzt hier einen relativ guten Job, weil er erstens die Wallbreaker killt und gleichzeitig jetzt hier noch den Miner. Und jetzt gibt es hier den Ritter und jetzt gibt es den X-Bogen und jetzt weiß er, okay, jetzt möchte ich reingehen. So. Die nächsten Archers gecycelt, das heißt, er hat relativ früh die Archers gecycelt, um einfach die nächsten Archers zu haben. Und er weiß auch ganz genau, er hat gerade keinen Ghost im Cycle gehabt. Und ihr seht das jetzt, was hier passiert. Die ganzen Archers sind einfach am Turm wieder mal back-to-back in Games einen unfassbar starken Eisbird. Und das ist wirklich krass, weil man denkt so, okay, er liegt hinten. Man denkt so, X-Bung ist No-Skill. Aber das ist, was man auch gleichzeitig denkt, dass es gar nicht so viel braucht, um die Spiele zu gewinnen. Es ist meistens ein guter gesetteter Push. Einmal die Archers hinten gecycelt, dann aggressiv gewesen, dann zu den nächsten Archers gecycelt und dann auch wirklich sehr, sehr gute Value zu bekommen aus den nächsten Archers. Und auch einfach dann dieser Eisgeist für ein Elixier. Allgemeine Karte, die vor allem in der Defensive unfassbar OP ist, aber gleichzeitig auch noch in der Offensive. Und ich muss wirklich sagen, wenn Aragorn euch noch nicht sympathisch war, jetzt ist er auf jeden Fall sympathisch, weil Peter kann man auf jeden Fall mal ein bisschen BM. So, nächstes Game hier, by the way, Peter ist auch ein Spieler, das möchte ich euch jetzt kurz noch erzählen. Ist ein Spieler, der auf Twitter immer sich darüber beschwert, dass oder meint, dass er ist wirklich der Meinung, das ist ich denke mir das jetzt nicht aus. Er schreibt immer, wenn er gegen Ian und Riley spielt, dass er immer Game-Lags hat und er beschwert sich darüber, dass sie immer hacken deswegen. Ach ja, chill, ich denke. Also er geht wirklich davon aus, dass man gegen Riley und Ian nicht gewinnt, weil er immer Lags hat. Und das liegt auch nicht an seinem Internet oder an irgendwas anderem. Das liegt daran, weil Riley und Ian ihn immer hacken. Und deswegen ist auch das ist auch der Grund, warum die beiden Spieler immer so hoch und leider sind. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil nicht jede Truppe einfach in die Brücke spielt. Und einfach, vielleicht sind die auch einfach nicht so schlecht wie er. Okay, Hespel kommt jetzt rein. Archers kommen dazu. Und jetzt gibt es hier einen Eisgeist Gegnerspiel, vielleicht ein 3-Musketiere-Deck. Und jetzt würde man sagen, okay, 3 Musketiere an sich ein relativ gutes Matchup für X-Bogen. Würde ich auch zustimmen. Aber das Ding ist, dass diese X-Bogen oder diese diese 3 Musketiere-Variante mit Golden Knight echt eklig sein können. Weil Golden Knight oftmals gegen diese X-Bogen-Deck, da müsst ihr wirklich sehr, 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 sehr krass vorsichtig sein. Weil das Ding ist halt, ja, ihr gebt dem Gegner halt schon, ihr könnt, ihr habt das Potenzial, wirklich euer Game relativ schnell zu verlieren, wenn ihr den Golden Knight einmal nicht effektiv verteilt. Ich meine, ihr habt die Bogenschützen, ihr habt den Eisgäste, ihr habt Skellies, ihr habt Ritter, ihr habt Tesla. Das heißt, es kann wirklich passieren, dass der Golden Knight wirklich mal einfach alles shreddet. Und natürlich müssen wir jetzt dann schauen, wie
Aragorn das spielt. Und bisher sieht es so aus, als würde er, hat jetzt glaube ich schon zwei X-Punkte gebracht, in der einfach nichts sitzt, als würde dieses Matchup vor allem sehr, sehr aggressiv spielen und darüber kommen, da wirklich krass einfach rein zu spammen early on und versuchen so Value zu bekommen. Und der Gegner kriegt das immer relativ gut verteidigt, weil er auch ganz genau weiß, okay, komm, jetzt ein Golden Knight. Klar, Ritter ist relativ effektiv, aber es ist halt deutlich schwieriger. Gegner spielt auch die Fischer-Variante, ist natürlich interessant. By the way, das Gameplay, was ich euch zeige, ist von letzten Season Richtung Season-Ende, aber da sich die Meta nicht verändert hat und ich persönlich dieses Season-End-Gameplay mehr feier, weil das auch einfach besser ist, pass mal die Stimme los, wollte ich euch das zeigen. So. Jetzt gibt es hier die drei Musketiers mit nach hinten. Die machen auf jeden Fall hier einen wirklich ja, guten Job. Das Ding ist auch mittlerweile Pumpe, falls ihr es nicht wusstet. Ich denke, viele wissen es, aber viele auch nicht. By the way, guter Feuerball. Aber die Bandline nicht getroffen. Dass ein Feuerball mittlerweile auf eine Pumpe eine -1-Trade ist, immer für den Feuerballspieler. Das ist mit jedem Spell so, auch mit Rakete. Der einzige Spell, der dem positiven Elixir-Trade beschert, ist natürlich der Erdbeben. So, guter Ritter jetzt hier. Arches kommt direkt rein. Und jetzt versucht er die Pumpe hier interessanterweise zu punishen mit seinem X-Bogen. So, jetzt gibt es hier auf jeden Fall den Ghost rein vom Gegner. Jetzt gibt es den Holz. Holz ist sehr gut. Skellies plus Dings. Und er versucht den X-Bogen weiter zu beschützen. Und ich glaube sogar, dass es klappen könnte. Zumindest muss der Gegner hier noch was setzen. So, nächster X-Bogen kommt rein. Das ist ein sehr, sehr guter X-Bogen, weil gerade der Fischermann raus ist. Und wir sehen jetzt hier, der Gegner hat zwar gerade instant oder hat eine Pumpe auf dem Feld, aber trotz Pumpe ist er gerade nicht in der Lage, seinen Elixiervorsprung auszunutzen. Aber gleichzeitig hat er immer noch den Vorteil mit knapp 600 Damage. Und wie will jetzt bitte, unser Freund Aragorn dieses Matchup noch comebacken? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Natürlich, X-Bone Games gehen auch immer sehr, sehr lang. Und er entscheidet sich jetzt einmal einen Feuerball zu spielen und den nächsten Defensive X-Bone nach links passiert. Einfach, weil er auch noch keine Golden Value auf dem anderen Turm geben will. Jetzt gibt es hier ein Holz rein. Skellies kommen so rein, Skellies sind sehr, sehr gut platziert, auch so, dass da kein Dash kommt natürlich, Ritter wieder sehr, sehr gut und wir sehen hier wirklich, wie viel Value aus seinem Defensive X-Bone kommt und wie gut er das beschützt. So, jetzt gibt es keinen Follow-up auf die Pumpe, jetzt gibt es einfach den nächsten X-Bone, er hat ja zwei X-Bone auf Feld, er hat noch ein Half, oder nicht Half-Life, aber so ein 30% Ritterleben am Start. Und generell sieht es auch nicht so gut aus, beziehungsweise alles sieht gut aus, außer mein Facegame hier. So, jetzt gibt es hier aber wieder einen Golden Knight rein und der Gegner kriegt es immer wieder verteidigt, weil das ist halt das Problem. Du versuchst deinen X-Bone aggressiv zu beschützen, wie es zum Beispiel Aragorn hier gemacht hat. Aber immer wenn du ihn halt aggressiv beschützt mit zum Beispiel Archers und Ritter, ist der Gegner natürlich in der Lage, immer wieder einen riesen Golden Knight zu bekommen. Ich habe gerade meine Facegame noch umgestellt, damit sie wieder schärfer ist. Jetzt gibt es hier den nächsten Golden Knight Dash und er hat da vorne einen defensiven X-Bone wieder gesettet, aber er kommt gerade nicht durch. Aber er hat links jetzt schon ein bisschen Damage gemacht, einfach nur durch die Spells, durch die Logs, durch den regelmäßigen Chip und er weiß ganz genau, okay, ich spiele das ganze Game defensiv und wenn ich das ganze Game defensiv gespielt habe, dann kommt am Ende vielleicht noch ein Feuerball in den letzten Sekunden, aber der Gegner versucht natürlich ihn jetzt rein zu spammen und dafür zu bestrafen. So, Skellies jetzt hier rein. Gute Skellies nochmal zum Distracten. Ritter muss kommen. Die Bande dasht an den Turm. Holz kommt rein. Und jetzt weiß Aragorn. Jetzt könnte es krachen. Feuerball, erster Feuerball gezeigt. Jetzt gibt es die nächsten Skellies rein. Die drei Musketiere vom Gegner waren vielleicht der Fehler, weil dadurch ist er jetzt nicht in der Lage zu punchen. Er braucht noch einen Feuerball und der Gegner bräuchte jetzt irgendwie eine Lucky Golden Knight Connection. Keiner weiß, wie es passieren soll. Er hofft es irgendwie. Ritter kommt rein. Holz kommt rein. Und Aragorn gewinnt das Spiel. Wenn euch das heutige Clash-Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne kostenlos einen Daumen nach oben da. Würde mich extrem freuen. Check gerne Aragorn in der Videobeschreibung aus. Da bringt ihr regelmäßiges Top-X-Bone-Claim, auch in dieser Season. Ich meine, ihr kennt ihn, wenn ihr regelmäßig meine Streams und meine Videos schaut. Ich spiele oft gegen ihn. Ein unfassbar nicer Typ. Und dann würde ich sagen, danke fürs Anschauen und ciao, Leute.